Hast du mein letztes Gamescom-Video gesehen? Nee. Ich darf dieses Jahr nicht rauf, weil ich zu gemein bin. Warum? Weil ich gesagt habe, Nerds sind immer klein und dick. Aha. Hey, yo, Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, es ist wieder Gamescom. Geil, neue Spiele und so, cool. Ich darf aber nicht rauf. Ich weiß, ihr seid genauso traurig wie ich, weil ich nicht auf die Gamescom darf. Mein Video letztes Jahr war irgendwie zu gemein. So gemein, dass LeFloid so auf mich ist, David Hein redet nicht mehr mit mir und alle Gamer hassen mich. Der hat voll geile Tüten. Viele sagen, wir Nerds sind ein bisschen dicker. Nö. Das ist doch Liebesmasse, oder? Also Tomboyder, du könntest mal mich retten. Oh. Keine Ahnung, wo man hier Bitches klären kann? Ey, der Aaron! Aaron! Yeah! Aber wollen wir nicht mal einen Spieleabend machen? Was spielen wir denn? 5 gegen Willi! Ja, deswegen entschuldige ich mich heute. Hier ist meine Überraschungsbox und ich sag Entschuldigung. Und auch, dass ich zu sexuell war, das tut mir so leid. Ich sag sorry. Warst du gerade auf der Gamescom? Ja. Guck mal, ich würde mich entschuldigen. Ja, ich habe meine Entschuldigungsbox dabei. Du kommst gerade von der Gamescom. Ja. Ich wollte eigentlich auch rauf, aber ich darf dieses Jahr nicht. Kann man gar nicht verstehen. Hast du mein Video letztes Jahr gesehen? Ja. War asozial? Quatsch, nee, genau richtig. Ich war anscheinend zu den Frauen ein bisschen zu sexistisch und alles, ja? Okay. Das tut mir sehr leid und ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Als Entschuldigung kriegst du ein Dildo King Schlüsselarmband, ja. Ein Dildo King Feuerzeug. Ja. Dann kriegst du noch, weil es mir so leid tut, Aufkleber. Nimmst du die Entschuldigung dann schon mal ich an? Ich war zwar letztes Jahr nicht da, aber trotzdem. Aber naja, weil es so ein bisschen sexistisch ja, war, nein. Weißt du? LeFloid ist sauer auf mich, David Hein redet nicht mehr mit mir. Deswegen wollte ich mich entschuldigen für mein Fehlverhalten. Es tut mir leid. 50% Dildo King Gutschein online. Kannst du einlösen auf alles. Danke, ist ja cool. Mega geil, oder? Komm ich jetzt in ein Video? Nee, der filmt dich so aus Spaß, weil du so super süß bist. Dankeschön. Macht, nee, er macht Filmaufnahmen für Herr der Ringe und filmt immer gern Hobbits, deswegen. Warst du auf der Gamescom? Ja, mit meiner Freundin. Und ihr hattet voll Spaß? Ja, wir hatten super Spaß. Ich durfte dieses Jahr nicht auf die Gamescom. Das ist traurig. Warte, ich habe einen Snickers für dich. Komm ich mit klar. Mega geil, oder? Komm ich mit klar. Darf ich nächstes Jahr auf der Gamescom wieder? Ach. Freust du dich über die Geschenke? Ja, danke. Super. Also, hau ab. Ja. Aufkleber, wo Bitch draufsteht. Danke. Dann aber nur ein. 50% bei Dildo King auf den nächsten Einkauf. Das kannst du haben. Nein, danke. Man muss mal gucken, wie toll die den aufgemacht haben. Schenkst du notfalls? Weihnachten steht ja vor der Tür. Ich habe so ein paar Cosplayer ein bisschen billig angebaggert und so. Ja. Hast du das Video gesehen? Ich habe ziemlich viele Videos von dir gesehen, also kann sein, dass eins darunter. Ja, auf jeden Fall war ich so ein bisschen zu frech. Fuchs. Du kannst alles mit mir machen. Und deswegen will ich mich entschuldigen für mein Fehlverhalten letztes Jahr. Nimmst du die Entschuldigung an? Klar, für alle Cosplayer kann ich sicher annehmen. Ah, letztes Jahr habe ich so ein bisschen gegen die Nerds gestänkert. Ja. Ich habe gesagt, die haben alle so dicke Bäuche und essen nur Schokolade. Ich habe sogar ein Geschenk für dich, ja? Wirklich? Weil ich letztes Jahr zu Schokolade? Fies... Nee, die Schokolade ist nicht für dich. Oh Mann, oh. Du kriegst von mir als Entschuldigung für mein Fehlverhalten ein Dildo King Feuerzeug. Okay. Ich habe noch ein Entschuldigungsgeschenk für dich. Du darfst wählen. Brezel? Oder ein Schokoriegel. Nee, dann nimmst du die Brezeln. Na, nimm die Brezeln. Und du kriegst als Sorry von mir einen 50% Dildo King Gutschein. Gut. Mega, oder? Ich freue mich total. Alle nehmen die Entschuldigung an. Vielleicht darf ich nächstes Jahr wieder auf die Messe. Das wäre so toll. Und mit Glück bin ich wieder mit LeFloid und David Hein beste Freunde, weil ich vermisse euch so. Hast du mein letztes Gamescom-Video gesehen? Nee. Ich darf dieses Jahr nicht rauf, weil ich zu gemein bin. Warum? Weil ich gesagt habe, Nerds sind immer klein und dick. Aha. Ich hab im Zug noch dran gedacht, treffe ich wohl Aaron. Ja, hast du Glück gehabt. Und ich darf dieses Jahr nicht auf Gamescom. Ich war letztes Jahr zu gemein zu den Frauen. Ja, und ich deswegen, wusste es. Deswegen möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir ganz doll leid. Nimm's wirklich. Okay. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja. Tut mir voll leid. Deswegen will ich mich entschuldigen für diese Aussage. Hier hast du einen Knoppersriegel. Oh. Ich hab dich lieb. Tut mir leid, das ist doch nur Spaß. Ja. Ich hab gesagt, so Gamer essen viel, zocken nur. Aber was sagst du dazu, dass alle sagen, Gamer sind dicke Leute? Finde ich nett. Weil? Ich find's nicht so. Ich seh's auch anders. Du akzeptierst eine Entschuldigung, oder? Ja, weil, aber ich will nicht. Um dich zu bestechen, kriegst du ein Bounty. Nee, danke, Mann. Ich Brezeln. Auch das nicht. Dildo King Schlüsselband. Wenn du kein kühles Bier drin hast, haben wir da keinen Deal, Mann. Ah, kühles Bier, daran habe ich nicht gedacht. Deine Freundin kriegt von mir erstmal einen Aufkleber von Dildo King. Mega gut. Weil es mir wirklich leid tut, dass ich letztes Jahr zu sehr sexistisch war, kriegst du noch einen 50% Dildo King Gutschein. Online einlösbar.
Nice. Hättest du das nicht schon letzte Woche machen können, jetzt ist die Bestellung schon raus. Ja? Ja, bei dir als Freund brauchst du ihn, Dildo. Ja. Ich darf dieses Jahr nicht auf die Games kommen. Warum nicht? Weil ich letztes Jahr so hier Mädels billig angebaggert habe. Dafür will ich mich entschuldigen. Okay. Ich bin YouTuber und war letztes Jahr auf der Gamescom so ein bisschen keck und darf dieses Jahr nicht auf der Gamescom drehen. Und deswegen will ich mich entschuldigen, dass ich nächstes Jahr wieder drehen kann auf der Gamescom. Ach so. 50% auf jede Dildo King Bestellung. Ja, für Leon. Ist doch cool, 50%. Ja, auf jeden Fall. Die Anaconda für die Hälfte würden viele machen. Le Floyd war richtig sauer auf mich. Le Floyd? Ja. Da kann doch eh nichts. Bist du eine Gamerin? Nee, eigentlich nicht. Warum warst du da? Also ich wollte eigentlich nur gucken und so. Was wolltest du denn gucken und so? Nein, ich habe ich habe nur das angeguckt. Und, war schön? Ja. Das ist das Todesbuch und ich soll da reinschreiben. Ja. Bist du so sauer über mein Video vom letzten Jahr? Guck mal, für dich Brezel und für dich den mega geilen neuen Knoppersriegel. Oh, super, danke. Super, lasst es euch schmecken, dankeschön. Ich entschuldige mich auch bei dir mit einer Umarmung, okay? Ja, das kann sein. Und weißt du, ich habe ja letztes Jahr, was für böse Witze gemacht, habe ich die Frauen billig angemeckert. Habe ich Nerds gesagt, dass sie dick sind und so. Und deswegen will ich mich entschuldigen und du kriegst als Entschuldigung ein Bounty. Oh, danke. Ein bisschen Schoki. So, ich unterschreibe die gerne. Es gibt übrigens YouTuber, die gehen mit einem Süßigkeitenladen vor dem Kindergarten. Ich habe letztes Jahr so hübsche Blondinen billig angebaggert und da hat die Gamescom gemeckert. Und deswegen will ich mich entschuldigen, das mache ich nie wieder. Und möchtest du ein Entschuldigungsgeschenk haben? Ja, okay. Zur Frage, ich durfte dieses Jahr nicht auf die Gamescom. Warst du drauf? Ja. Und wie war's? Ja, ist halt sehr voll. 50% auf deine nächste Dildo King Bestellung. Vielen Dank. Würdest du mich jetzt wieder auf die Gamescom lassen? Klar. Ich habe mich doch entschuldigt. Ja. Irgendwie glaube ich, du nimmst meine Entschuldigung nicht an. 50% auf deine nächste Dildo King Bestellung. Bist du aus Berlin gekommen wegen der Gamescom? Ich auch und ich darf nicht rauf. Was? Ich darf nicht auf Gamescom. Warum nicht? Weil ich letztes Jahr so ein bisschen gepöbelt habe. Okay. Hallo, du stehst hier so alleine. Nee, ich war doch. Achso. Stimmt's denn, dass Nerds immer so viel Süßigkeiten essen und alles? Naja, manche schon, aber manche auch nicht. Ja. Als Entschuldigung habe ich noch ein Geschenk für dich, ein Knoppers. Danke. Viel Spaß. Danke. Ich durfte dieses Jahr nicht rauf, weil ich so ein bisschen gestänkert habe letztes Jahr. Haben sie mich nicht raufgelassen? Ich wäre mit dir gegangen, dann. Ja, mit dir wäre ich auch reingekommen, bin ich mir sicher. Es tut mir leid, war nur Spaß. Nehmt ihr meine Entschuldigung an? Ja. Ja. Okay, dann habe ich auch Geschenk für euch. Du kriegst Brezel. Yay. Und ein Knoppers. Super. Und du kriegst von mir was ganz Tolles. 50% auf deine nächste Dildo King Bestellung. Plus ein Schlüsselband. Mega geil. Ich danke euch. Darf ich jetzt wieder auf die Gamescom? Ja. Ich denke mal. Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ich so frech war auf der Gamescom. Mit einem Knoppers. Ich danke dir. Ich muss ja sagen, das zeigt mir, dass einfach die meisten Gamer doch Spaß verstehen. Die haben alle gute Laune, grüßen mich, machen Fotos, voll geil. Da gibt's dann so 2-3 Ödbacken, nennen wir es mal Heinfloyd, die rumheulen, aber ist mir scheißegal. Hallo mein Lieber. Hallo Arnold. Arnold, du bist ja richtig witzig. Hast du das Video gesehen? Habe ich gesehen. Und wie asozial fandest du's? Sehr asozial, wenn's mich fragst. Aber witzig oder asozial? Witzig. Hast du keinen, der mit dir spielt? Nee, grad nicht. Oh. Soll ich den heißen Bitch suchen? Nee, lass mal. Einen heißen Bitcher? Nee, lieber auch nicht. Okay. Ich halte einfach mal die Augen offen, wenn was ist, sag ich dir Bescheid. Okay. Akku alle? Ja. Das ist jetzt echt scheiße, wa? Aber komm, wir gucken in meine Kamera, dann kriegst du das Bild da durch. Du willst einen Fortnite-Tanz machen? Boah, Spaß. Alle Idioten, die Fortnite-Tänze machen. Na komm, macht mal. Komm. Ich mach mich zum Affen. Ja! Nicht nur optisch. Super, danke. Darf ich wieder auf die Gamescom? Ja. Ja. Du bist ein bisschen Nerd, oder? Ja, ein bisschen. Ja, komm. Entschuldigung, High Five, dass es klatscht. Gut. Ein Knoppers und ein Snickers. Okay, danke dir. Bitte, mein Lieber. Guck, die verstehen doch alle Spaß. Super geil. So, meine Lieben, das war's von vor der Gamescom. Ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder rauf. Gebt dem Video doch mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und stimmt mal ab. War letztes Jahr wirklich so assi? A für ja, es war assi und unlustig, oder B, es war assi und lustig. Mich würde mal interessieren, was ihr denkt. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Aaron, 1-2 Nerds fand ich nur witzig. Nein, viele mögen mich und machen Bilder mit mir und ich habe alle lieb. Mua. Aaron für die Gamescom. 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 A für die Gamescom. Aaron, aber egal. Aaron ist doch wurscht. Sorry, den habe ich gekauft, meiner, sorry.
Na, macht es Spaß.